Hallihallo, ihr lieben Fräuleinchens, zu einem neuen Rossmann-Haul von mir. Es war mal wieder soweit, ich habe unseren Monatseinkauf gemacht und dieses Mal habe ich auch ein paar Kleinigkeiten für Weihnachten mitgenommen. Was ich alles Schönes geshoppt habe, zeige ich euch in diesem Video und wünsche euch viel Spaß beim Ansehen. So, wir legen direkt los. Preise blende ich euch selbstverständlich wieder ein. Sonst wollte ich es richtig machen, hat es nur noch schlimmer gemacht hier. Genau, let's go. Wie immer fangen wir an mit dem wunderschönen Toilettenpapier. Einem XXL-Pack von Rossmann Eigenmarke Alouette. Gibt es nicht viel zu sagen, ist halt ein Toilettenpapier, wa? So, ebenfalls für die Poppes habe ich noch feuchtes Toilettenpapier mitgenommen. Und dieses Mal habe ich so eine, wie heißt es? Jetzt habe ich vergessen, eine Limited Edition. Mensch, hey. Feuchtes Toilettenpapier Deluxe mit Shea-Butterduft. Wie edel, oder? So, dann habe ich hier wirklich eine riesengroße Tüte. Ich bin sofort wieder da. Als erstes zum Verschenken. Ich wollte ein schönes Weihnachtspaket fertig machen und habe noch ein, zwei Kleinigkeiten gebraucht und da ist mir das hier ins Auge geschossen. Ich fand das irgendwie so schön. Hello Winter Snow Friends Vanilla Scented. Da ist dann drin ein Bad- und Showergel, Bad and Shower, Handlotion und eine Bodylotion und das alles in so schönen winterlichen Designs. Fand ich irgendwie total süß. Musste einmal mit. Ebenfalls zum Verschenken, das hatte ich tatsächlich so nirgends gesehen, von Kindersohn-Pack, da ist drinnen, am Moment, da steht's, zwei Kinder-Country, einmal Schokobons, einmal Kinder-Schokolade und hier ist dann noch so eine Grußkarte drinnen, die man ausfüllen kann, fand ich auch total niedlich, musste einmal mit. Jasmin, das Verpackungsopfer ist ja ganz schlimm, gell, ihr kennt mich, ja? So, ebenfalls zum Verschenken habe ich ja noch zweimal Weihnachtsschokolade mitgenommen. War es richtig? Ja, doch, so rum. Einmal Goldschatz, einmal Weihnachtstraum mit weihnachtlichen Gewürzen. Genau, wie gesagt, auch zum Verschenken. Ich glaube, das werden ein paar richtig schöne weihnachtliche Pakete hier. Dann habe ich noch einen kleinen Nikolausi mitgenommen, also zum Nikolaus. Und zwar ist das dieser Schneemann und der macht Musik. And a happy new year. War ich total süß. Genau, den habe ich dann mitgenommen. Dann, was haben wir noch Schönes? Irgendwo kommt dann gleich noch ein bisschen was Weihnachtliches. Machen wir mal weiter mit Dingen, die ich neu entdeckt habe. Kann sein, dass es das schon länger gab. Ich habe es heute erst entdeckt. Ja, Duschgel von Playboy. Wie cool, hey. Ich wollte eigentlich das von Adidas wiederholen. Hatten sie irgendwie gar nicht mal bei unserem Rossmann. Aber dann habe ich diese zwei Schätzchen entdeckt. Und ja, habe daran geschnuppert und fand es echt mega. Einmal habe ich die schwarze Edition, Aged Rum steht da drauf, Dark Tonka. Und einmal Pink Grapefruit Jasmin Rush Virgin Vanilla. Richtig cool, ich bin gespannt aufs Testen. So, machen wir weiter. Ich habe übrigens ganz, ganz viele Angebote gekauft. So ziemlich alles, was ich gebraucht habe, war dieses Mal im Angebot. Also ich hatte echt ultra Glück. Und was habe ich denn bezahlt? Ich glaube 84, 85 Euro. Und da sind dann schon die 10% von der Rossmann-App abgezogen. Genau. So, Pril-Spülmittel habe ich mitgenommen. Das ist so eine XXL-Größe, pure Frische. Hat 1,99 € gekostet. Da sind 1,2 Liter Spülmittel drin. Das ist schon ordentlich. Musste einmal mit für den Vorrat. Jetzt ist da noch mein Asthma-Spray. Ich war noch kurz in der Apotheke und habe Nachschub geholt. Ebenfalls im Angebot war meine Bodylotion, die ich mir ja letzten Monat geholt habe. Und wie ihr seht, ich habe sie noch nicht aufgebraucht, habe sie aber als sehr gut empfunden. Und deshalb, ja, habe ich sie mitgenommen, wenn sie jetzt schon im Angebot ist, von Danier Body Sensitive 7 Days, beruhigende Lotion. Und die hat einen ganz schönen sinnlichen Duft, die zieht auch sehr, sehr schnell ein. Und ja, die mag ich gerade im Moment total gerne. Dann, noch was für ein Weihnachtsgeschenk.
Da habe ich wieder diese zwei süßen Teile mitgenommen. Die habt ihr letzten Monat schon gesehen, jetzt habe ich sie wieder nachgekauft. Cozy Hugs mit Orange, Zimt und Kardamom, so richtig schön weihnachtlich. Und dann von Isana habe ich noch Badesalz Magic of Christmas. Ja, irgendwie voll schön. Ich sag ja, ich bin ein kleines Verpackungsopfer. Da kann ich einfach nicht widerstehen. So, dann für den Hund. Die Kleine hatte die Idee, dass wir dem Hund auch wieder einen Adventskalender machen, wie letztes Jahr schon. Und da habe ich seine Leckerlis mitgenommen. Einmal habe ich hier feine Würstchen, fünfmal mit Rind und Pfefferminze und fünfmal mit Geflügel. Inulin, das sind so kleine Würstchen, also die sind so halbiert. Die haben wir dafür einmal mitgenommen. Und dann so ein Zehnerpack. Feine Würstchen mit Rind, Geflügel, genau, 10 Stück. Und Moment, das andere ist mir runtergefallen. Hier habe ich dann nochmal so ein 10er-Pack mit Rind, nee, nicht Rind, mit Huhn und Truthahn. Genau, weiter geht es. Ah, ich habe doch noch mehr Weihnachtliches. Haha, ich habe es doch gewusst. Ich kann ja nie wieder stehen bei sowas. Oh, da fällt es schon wieder. Auch zu verschenken, Sweet Wishes, Vanilla Macadamia von TT Sept. Ebenfalls TT Sept habe ich dann nochmal das, was ich euch eben gezeigt habe, Orange, Zimt und Kardamom. Und nochmal Magic of Christmas. Genau, und ihr seht, ziemlich viele Badezusätze hier. Dann durfte mit wieder das Geschirrreinigerpulver. Das geht jetzt langsam zum Neige. Und deshalb habe ich nochmal ganz, ganz schnell nachgekauft hier. So, dann war auch Weichspüler im Angebot. Ich wollte eigentlich diesen Monat nicht mehr Weichspüler kaufen. Aber mir ist das andere, was ich gerade nutze, schon leer gegangen, weil ich Pröbchen gemacht habe. Und deshalb habe ich mir nochmal ganz schnell was geholt, bis das andere geliefert wird, was ich mir bestellt habe. Hier habe ich wieder genommen von Lenore den Freshness Guard. Mit Ariel auch, der war im Angebot. Ich finde, der riecht echt so mega, mega gut. So, für meinen Mann habe ich schon mitgenommen von Taft das Power Invisible Styling Gel. Auch das war im Angebot, ich glaube für 2,66, aber ihr seht es ja dann irgendwo hier eingeblendet. So, dann durfte noch WC-Reiniger mit. Da habe ich jetzt wieder den mit Ozean Frische mitgenommen. Jetzt steht da neu drauf. Oh. Ich mag das hier überhaupt nicht. Wenn ich ein Produkt gefunden habe, ja, wovon ich überzeugt bin, was ich gut finde, immer dann kommt ihr auf die Idee, da neu drauf zu schreiben. Ich weiß nicht, ist vielleicht nur weniger Inhalt drin, ich glaube aber nicht. Aber meistens, wenn da neu drauf steht, dann haben sie das Produkt verschlechtert anstatt verbessert. Ich hoffe, das ist jetzt hier nicht der Fall. Ich hatte eigentlich noch was Weihnachtliches und habe es jetzt doch nicht mitgenommen. Ich vermisse etwas. Vielleicht taucht es noch auf. Ich hoffe, weil das wäre jetzt blöd. Wo ist das hin? Weil hier sehe ich es nicht. Komisch. Noch ein Schaumbad. Ups. Schaumbad Limited Edition von Isana. Du bringst mich zum Strahlen. Ist voll süß, gell? Ja. Dann habe ich wieder was mitgenommen für die Haare. Da war ebenfalls im Angebot. Ich sage euch, ich hatte so Glück diese Woche. Von Schauma habe ich mich entschieden. Feuchtigkeit und Glanz nennt sich das mit Reiswasser. Ich hatte das schon mal. Es war ein okay Produkt, aber ich dachte, komm, wenn es im Angebot ist, nimm mal lieber das als was Teures, weil es hat ja seinen Zweck trotzdem erfüllt. Und ich brauche ja im Moment nicht mehr viel Haarshampoo, weil ich es echt nur schaffe, die Haare nur noch ein, maximal zweimal die Woche zu waschen. Das ist so cool. Das hat aber lange gedauert. Das war ein Prozess von bestimmt anderthalb Jahren, bis ich so weit war, dass ich nur noch einmal die Woche Haare waschen musste. Ich kann es euch sagen, gell? So, dann, ich hole mir mal die Tüte hoch. Da muss ich nicht immer wieder hier aus dem Bild hüpfen. Ebenfalls im Angebot unsere liebste Zahnpasta Colgate Sensation White. Ich hatte, glaube ich, auch noch nie so viel Glück beim Einkaufen in der Drogerie, dass so viel im Angebot war von den Produkten, die wir immer kaufen. Ne? Richtig cool, hey. So, jetzt muss ich mal gucken, wo ich das alles immer hinlege. Ebenfalls im Angebot hat der absolute Burner. Unser liebstes Haarspray, was seit bestimmt einem halben, dreiviertel Jahr schon eine Limited Edition ist. Isana Professionell Haarspray mit Bambusextrakt. Ich finde das einfach mega, mega gut. Haben wir wieder ein bisschen Nachschub gebraucht. Dann, ganz unspektakulär, habe ich wieder Müllsäcke mitgenommen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, die waren nicht im Angebot. Moment, ich habe nämlich gleich 4 Stück mitgenommen. 30 Liter Müllbeutel mit Zugband. So, und ich habe jetzt gerade echt ein kleines Problemchen hier. Ich schmeiß das mal gerade runter. So, dann
ebenfalls im Angebot. Wie soll es auch anders sein? Ich habe wieder eine Tages- und Nachtcreme gebraucht und habe mich jetzt für Isana entschieden. Da habe ich einmal Isana Tagescreme Anti-Falten-Power mit Macadamia-Öl für die anspruchsvolle Haut mit Lichtschutzfaktor 30. Und dann habe ich noch die Nachtcreme Anti-Falten-Power mit Shea-Butter mitgenommen, ebenfalls für die anspruchsvolle Haut. Und ihr glaubt gar nicht, wie sehr ich mich freue, ne? Jetzt wieder Sparfuchs, dass hier alles im Angebot war. Ja, für meine Männer habe ich was zum Duschen mitgenommen. War natürlich ebenfalls im Angebot. So cool. Einmal Sport, einmal For Men von Dusch. Das durfte dann noch mit. Oh Gott, wohin mit? So. Dann habe ich was gekauft, was ich eigentlich nicht kaufe. Ihr müsst euch vorstellen, meine liebste Colgate Mundspülung, die gab es nicht mehr im Sortiment in unserem Rossmann. Ich weiß nicht, ist das in allen Filialen? Bei uns war es so, da war es auch nicht mehr ausgezeichnet, dass es jetzt gerade aus wäre. Es gab es halt einfach gar nicht mehr. Und deshalb habe ich mir eine Mundspülung mitgenommen von Procudent. Die wollte ich jetzt mal testen. Mit Fluorid, ohne Alkohol. Ja, extra frisch und so weiter und so fort. Ich bin gespannt, wie die ist. Ihr wisst ja, ich schwöre ja hier eigentlich auf Colgate. So, Backpapier ebenfalls im Angebot, auch gleich zugeschlagen, weil es uns ausgegangen ist. Ich nehme übrigens immer schon diese Backpapierzuschnitte. Dann habe ich euch ja gesagt, ich suche was Neues für mein Gesicht. Ich hatte ja eigentlich so ein Rosen mit Zellenwasser, so irgendwie was. Und das war mir einfach zu teuer von Nivea, obwohl das mega, mega gut war. Aber ich hatte immer 2,50 für eine große Flasche bezahlt. Und plötzlich hat es 3,99 gekostet für eine kleine Flasche. Nee, das sehe ich nicht ein. Bin ich ehrlich, das war mir einfach zu viel. Und deshalb, tada, testen wir wieder was Neues. Von Isana das Reinigungswasser All-in-One Waterproof mit wertvollem Mandelöl und mit Micellentechnologie für Augen, Lippen und Gesicht. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich glaube, ihr seht es gar nicht so, aber das glitzert und schimmert so ein bisschen. Das ist richtig cool, ja. Und ja, ich weiß, da ist kein Rosenwasser jetzt drinnen. Aber irgendwie hat mich das angesprochen. Keine Ahnung. Ich teste es. So, für die Kleine war auch das Shampoo im Angebot von Bübchen. Da habe ich mich entschieden für das Duschgel mit Shiggy. Ihr wisst ja, wir haben hier so einen kleinen Pokémon-Fan. Und ja, da muss immer was mit Pokémon mit. So, ich vermisse aber tatsächlich was. Ich hatte nämlich von Rittersport noch so einen Weihnachtsbaum geholt, wo so kleine Mini-Rittersport-Würfel drin waren. Die Frage ist jetzt, wo ist der hin? Seltsam, im Wagen war nichts mehr, aber im Auto ist es auch nicht gelandet. Ich muss nochmal suchen gehen hier. So, von Signal habe ich noch Zahnpasta mitgenommen. Ganz wichtig bei unserer Kleinen ist immer mit Minzgeschmack. Sie hasst Zahnpasten, wo Erdbeergeschmack drin ist. Das findest du ganz, ganz schlimm. Genau, deshalb immer mit Minze 6 plus. Natürlich auch hier wieder mit Pokémon, da ist jetzt der Pikachu drauf. Ja. So. Weiter geht es. Ich habe mir wieder diese Einwegrasierer mitgenommen von Simply Venus, Gillette und so weiter und so fort. Genau, die habe ich ja auch immer Vorrat, bevor sie ausgehen. So, dann habe ich mir wieder ein Waschgel mitgenommen und diesen Monat habe ich mich für dieses hier entschieden. Das seifenfreie Waschgel reinigt Poren tief mit Hydrokomplex, Aloe Vera und Hyaluron für normale und Mischhaut mit Micellentechnologie. Genau, war auch im Angebot. Nee, ich glaube, das war nicht im Angebot, das ist immer so günstig. 95 Cent, glaube ich, hat das gekostet. Jawohl. So, und 4 Produkte haben wir noch. Für die Kleine habe ich Haarspangen wieder neue mitgenommen. Die sind uns fast ausgegangen, müssen immer da sein. Dann habe ich mir Haargummis mitgenommen. Ich habe nämlich jetzt gerade so ein ganz dünnes Haargummi drinnen. Schlecht bei meinen dicken Haaren. Ich brauche immer ein bisschen mehr Haargummi und deshalb schnell nachgekauft. Und jetzt kommen wir zu den letzten 2 Produkten. Da habe ich einmal wieder diese Mini-Brezel mitgenommen von Genuss Plus. Wichtig, ohne Aufstreusalz. Und von Rexona, mein Lieblingsdeo, Cotton Dry Algodon. Genau, das war unser Monatseinkauf. Ich habe das Gefühl, wir sind ganz schön flott hier heute durchgekommen. Ja, ihr Lieben, ich freue mich wie immer über euer Däumchen nach oben, über euer Feedback hier unten in den Kommentaren und sage bis ganz bald zum neuen Video. Ciao! Deck the halls with boughs of holly. Fa la 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 la.
'Tis the season to be jolly. La 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 la.